Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Amen. Liebe Schwester und Bruder, wer einen Stein ins Wasser wirft, kann zuschauen, wie sich in Konzentrationskreisen die Wellen ausbreiten und etwas in Bewegung kommt. Genauso soll es mit dem Wort Gottes sein, das wir in dieser Messfeier wieder hören. Es reicht nicht, die Worte Jesu nur an unser Ohr dringen zu lassen. Zu unserem Herzen sollen wir sie uns nehmen. Gelebt wollen sie werden. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Dieser Satz im Zentrum des heutigen Evangeliums fordert uns auf, und heraus mit unserem Christsein ernst zu machen. Herr Jesus Christus, du hast die Liebe über alles gestellt. Kyrie eleison. Herr Jesus Christus, du bist den Weg ans Kreuz gegangen aus Liebe. Christe eleison. Herr Jesus Christus, du rufst uns, die Liebe zu leben und barmherzig zu sein. Kyrie eleison. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Lasst uns beten. Barmherziger Gott, du hast durch deinen Sohn zu uns gesprochen. Lass uns immer wieder über dein Wort nachsinnen, damit wir reden und tun, was dir gefällt. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther. Brüder und Schwestern, so steht es in der Schrift. Adam, der erste Mensch, wurde ein irdisches Lebewesen. Der letzte Adam wurde lebendig machender Geist. Aber zuerst kommt nicht das Überirdische, sondern zuerst kommt das Irdische und dann das Überirdische. Der erste Mensch stammt von der Erde und ist Erde, der zweite Mensch stammt vom Himmel. Wie der von der Erde irdisch war, so sind es auch seine Nachfahren. Und wie der vom Himmel himmlisch ist, so sind es auch seine Nachfahren. Wie wir nach dem Bild des Irdischen gestaltet wurden, so werden wir auch nach dem Bild des Himmlischen gestaltet werden. Wort des lebendigen Gottes. Amen.
Der Antwortpsalm lautet: Gnädig und barmherzig ist der Herr, voll Langmut und reich an Güte. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles in mir seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Gnädig. Der dir all deine Schuld vergibt und all deine Gebrechen heilt, der dein Leben vor dem Untergang rettet und dich mit Huld und Erbarmen krönt. Gnädig. Der Herr ist barmherzig und gnädig, langmütig und reich an Güte. Er handelt an uns nicht nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Schuld. Gnädig. So weit der Aufgang entfernt ist vom Untergang, so weit entfernt er die Schuld von uns. Wie ein Vater sich seiner Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über alle, die ihn fürchten. Sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Euch, die ihr mir zuhört, sage ich, liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen, segnet die, die euch verfluchen, betet für die, die euch misshandeln. Dem, der dich auf die eine Wange schlägt, halt auch die andere Wange hin. Und dem, der dir den Mantel wegnimmt, lass auch das Hemd. Gib jedem, der dich bittet. Und wenn dir jemand etwas wegnimmt, verlange es nicht zurück. Was ihr von anderen erwartet, das tut ebenso auch ihnen. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, welchen Dank erwartet ihr dafür? Auch die Sünder lieben die, von denen sie geliebt werden. Und wenn ihr nur denen Gutes tut, die euch Gutes tun, welchen Dank erwartet ihr dafür? Das tun auch die Sünder. Und wenn ihr nur denen etwas leiht, von denen ihr es zurückzubekommen hofft, welchen Dank erwartet ihr dafür? Auch die Sünder leihen Sündern in der Hoffnung, alles zurückzubekommen. Ihr aber sollt eure Feinde lieben und sollt Gutes tun und leihen, auch wo ihr nichts dafür erhoffen könnt. Dann wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn auch er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie es auch euer Vater ist. Richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, dann werdet auch ihr nicht verurteilt werden. Erlasst einander die Schuld, dann wird euch die Schuld erlassen werden. Gebt, dann wird auch euch gegeben werden. In reichen, vollem, gehäuften, überfließenden Maß wird man euch beschenken. Denn nach dem Maß, mit dem ihr messt und zuteilt, wird auch euch zugeteilt werden. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe
Liebe Kinder und Jugendliche, liebe Schwestern und Brüder, es ist so einfach und auch so unendlich schwer, was Jesus heute im Evangelium sagt. Stellen wir uns einmal kurz vor, wir sind mit dabei, wir sitzen mit seinen Jüngern um ihn herum und lauschen ganz fasziniert, was er uns sagt. In seiner Feldrede erzählt uns der Evangelist Lukas, wie wir miteinander leben sollen. Heute geht es um Nächstenliebe, um Feindesliebe, darum, wie wir mit unseren Mitmenschen zusammenleben und wie wir mit ihnen umgehen sollen. Jesus will uns die Augen öffnen, um was es bei ihm geht, was ihm ganz wichtig ist. Und das ist so unendlich schwer. Es ist normal, dass wir die mögen, die uns mögen, und diejenigen nicht mögen, die uns auch nicht mögen, die Schlechtes über uns reden oder uns Böses antun. Aber es ist nichts Besonderes. Es ist einfach menschlich. Jesus will mehr von uns. Er will, dass wir nicht nur menschlich sind, sondern auch mehr werden. Gott ist das Licht, das uns den Weg durch unser Leben weist. Was bedeutet das nun für uns und unser Leben? Als Gottes Töchter und Söhne sollen wir unsere Feinde lieben und für sie beten. Es geht ja nicht darum, sich einfach alles gefallen zu lassen und alles hinzunehmen, sondern versuchen, einen Weg zu finden, damit man Probleme lösen kann, bevor sie zu schlimm werden. Einfach mal auf einen Gegenschlag verzichten, Probleme offen ansprechen und sich miteinander auf den Weg machen, eine Lösung finden. Seid barmherzig, haben wir gerade gehört. Da gibt es mehrere Stellen in der Bibel, die uns darauf hinweisen und Vorschläge geben, wie wir das tun können. Da ist das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Er sieht auf seiner Reise in einem fremden Land einen schwer Verletzten. Er sieht, dass es jemandem furchtbar schlecht geht. Er hilft ihm, dass seine Verletzungen versorgt werden. Und er spendet Geld, dass der Mann gesund werden kann, auch wenn der Samariter weiterreist und sich nicht mehr um ihn kümmern kann. An einer anderen Stelle gibt uns Jesus selbst die Hinweise, wie wir barmherzig sein können. Er sagt, ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Zu diesen 6 Werken der Barmherzigkeit ist später noch dazu gekommen, die Toten zu begraben. Diese 7 werden als leibliche Werke der Barmherzigkeit bezeichnet. Dazu gibt es noch die 7 geistlichen Werke der Barmherzigkeit. Die unwissenden Lehren, die zweifelnden Beraten, die Trauernden trösten, die Sünder zurechtweisen, den Beleidigern gerne verzeihen, die Lästigen geduldig ertragen, für die Lebenden und Verstorbenen beten. Auch wenn es uns manchmal sehr schwer fällt, lassen wir uns von Jesus rufen und versuchen, so gut wir können, diese Werke der Barmherzigkeit zu tun und zu leben. Amen. Wir sprechen das apostolische Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel,
Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wieder kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Gott ist barmherzig und voll Erbarmen. Ihm vertrauen wir uns an mit unseren Sorgen und den Anliegen der ganzen Welt. Wir bitten dich um deine Kraft für alle Menschen, die barmherzig mit anderen umgehen, in Kliniken, Pflege- und Seniorenheimen, auf Palliativstationen oder in Hospizen. Du barmherziger Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten dich für all jene, die dem Frieden und der Gerechtigkeit dienen, in Wirtschaft und Politik, am Arbeitsplatz oder in den Familien. Du barmherziger Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten dich um deinen Geist für alle, die in der Kirche ein Amt innehaben oder sich einbringen, in der Weltkirche, in der Diözese, in den Dekanaten oder Pfarreien. Du barmherziger Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten dich um deine Freude für alle, die krank sind und an Seele oder Körper Schweres zu tragen haben und für alle, die am Rande der Gesellschaft stehen und benachteiligt werden. Du barmherziger Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten dich um ewiges Leben für alle, die uns schon vorausgegangen sind und denen wir Leben und Glauben hier auf Erden verdanken. Du barmherziger Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Gott, unser Vater, wir vertrauen auf deine Barmherzigkeit und setzen unser Vertrauen auf dich. Sei gelobt und gepriesen in Ewigkeit. Amen. Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, in der Feier der göttlichen Geheimnisse erfüllen wir den Dienst, der uns aufgetragen ist.
Gib, dass wir deine Größe würdig loben und preisen und aus diesem Opfer Heil empfangen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, zu danken und deine Gnade zu rühmen. So sehr hast du die Welt geliebt, dass du deinen Sohn als Erlöser gesandt hast. Er ist uns Mensch gleich geworden in allem, außer der Sünde, damit du in uns leben kannst, was du in deinem eigenen Sohne geliebt hast. Durch den Ungehorsam der Sünde haben wir deinen Bund gebrochen. Durch den Gehorsam deines Sohnes hast du ihn erneuert. Darum preisen wir das Werk deiner Liebe und vereinen uns mit den Chören der Engel zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist, durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde, und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Thank you.
Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereine mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Rudolf und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke aller unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottes Mutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist der Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Wir heißen Kinder Gottes und sind es. Darum beten wir voll Vertrauen. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Friede sei mit euch. Thank you.
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter meinem Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Ja, Herr, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Der Leib und das Blut Christi schenken uns das ewige Leben. Lasset uns beten.
Getreuer Gott, du hast uns das heilige Sakrament als Unterpfand der kommenden Herrlichkeit gegeben. Schenke uns einst das Heil in seiner ganzen Fülle. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Die Vermeldungen für die kommende Woche. Jetzt ist anschließend die Taufe von Jakob Wittmann. Heute Abend um 19 Uhr ist Heilige Stunde. Am Montag ist um 17 Uhr Abendmesse. Am Dienstag ist um 16 Uhr Schülermesse. Am Mittwoch ist um 19 Uhr Abendmesse. Am Donnerstag ist um 19 Uhr Heilige Stunde, gestaltete Anbetung. Am Freitag ist um 8.30 Uhr die Heilige Messe und um 19 Uhr Heilige Stunde. Am Samstag ist um 18 Uhr Vorabendmesse zum 8. Sonntag im Jahreskreis. Am kommenden Sonntag ist um 7.30 Uhr die Frühmesse und um 9.30 Uhr der Pfarrgottesdienst, um 19 Uhr Heilige Stunde. Einigen ist es sicherlich schon aufgefallen, Pater Toni hat einige Bilder aus seiner Heimat mitgebracht. Wir haben die Bilder aus Kerala im Schaukasten beim Seitenangang aufgehängt. Der Herr sei mit euch. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Er wende euch sein Antlitz zu und schenke euch seinen Frieden. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Gehet hin in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn. Wir wünschen Ihnen einen schönen Sonntag. Danke. Thank you.